Liebe Leute des guten Geschmacks, herzlich willkommen hier zu einem neuen Angespielt-Video. Ihr seht, wir spielen Flocking Hell und das Ganze in der Demo-Version. Die kommt nämlich am 19.11. heraus und ich durfte vorab schon mal einen kleinen Blick reinwerfen in dieses flauschig-süße, höllige, ja höllige Spiel, kann man wirklich sagen, im Pixel-Art-Style. Und worum geht's? Ihr seht schon hier auf dem Bildschirm, kleine Schafe rennen rum. Ja, und darum geht's auch. Wir haben kleine Schafe, die wir beschützen müssen vor der Höhleninvasion der Dämonen. Wir bauen kleine Städte auf, verbinden die miteinander, das Ganze halt auf normalen Rasterfeldern. Und wenn dann die Höhleninvasion kommt, müssen wir dagegen standhalten. Also rundenbasiert, wir haben Kartenelemente halt mit drin, also Kartenmechanik, um dann unsere ganzen Städte aufzurüsten. Roguelite, weil alles mal wieder so ein bisschen neu angesetzt ist, sage ich jetzt mal. Und ja, süße Pixel-Art-Grafik. Und damit hat man natürlich mein Herz schon gleich gewonnen. Muss man ganz ehrlich sagen, da kann man jetzt gar nicht großartig irgendwie was Falsches sagen. Es ist Wunderbärchen. Wir gucken uns die Demo an. Ich konnte, wie gesagt, schon ein bisschen reinspielen. Habe schon so das ein oder andere Szenario mal hier durchgespielt und ein bisschen Erfahrung gesammelt. Natürlich immer noch nicht der Meister drin, aber hey, das ist auch gar nicht so schlimm. Muss man auch nicht sein. Das Spiel selbst soll März 2025 erscheinen. Wie gesagt, die Demo jetzt 19.11., dann also für alle. Und ich durfte halt schon vorab spielen. Es ist ein Mensch-Entwicklerprojekt und das Ganze kommt aus Virginia, also in den USA. Wie gesagt, die gute Anna, die ganze Social-Media-Geschichten von Sexton Studios machte, die ist auf mich angetreten und wir haben so ein bisschen ausgetauscht und es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und sogar das erste Spiel, was von Sexton Studios selber rauskommt. Also und auch in eigenen Publishen, Regie und sowas weiter alles. Also da ruhig mal gerne raufgucken. Unten in der Videobeschreibung ist der Steam Store Link dazu. Und ja, schaut es euch an. Wie gesagt, wenn die Demo am 19.11. rauskommt. Ist wunderbar. Aber wir starten mal hier mit einer neuen Kampagne. Das Ganze ist nämlich in Abschnitte aufgesplittet, sage ich jetzt mal. Also wenn wir eine Kampagne starten, wenn wir, ich glaube, bis zu 9 Runden spielen oder bis zu 9 Partien spielen, dann ist die Kampagne vorbei. Innerhalb dieser neuen Parts, in dieser neuen Teile, kann man sich halt Belohnungen freischalten, neue Karten freischalten. Das werden wir alles mal uns in den nächsten, na gut, 45 Minuten anschauen. Also Kampagne neu starten. Wie gesagt, ich habe schon eine Kampagne gestartet, deswegen nicht erschrecken, wenn wir neu starten, beginnen wir wieder bei Level 1. Wir erhalten alle freigeschalteten Karten und Verbünde. Und ja, wir möchten natürlich fortsetzen. In höheren Schwierigkeitsgraden ist die Dämonenlegion größer. Du kannst diese Einstellung zwischen den Leveln verändern. Das ist schön. Und ihr seht, wir haben hier unsere Karte. Die ist komplett dunkel. Also dieser ferne Nebel, der hier ist, ja, da müssen wir erstmal überhaupt den Nebel wegmachen. Und den Nebel wegmachen können wir, indem wir dann überhaupt hier Nachbarwälder freischalten, beziehungsweise Felder, nicht Wälder, Entschuldigung, Nachbarfelder. Wir haben hier unsere Rundenanzahl. In 80 Runden wird dann die Dämonenlegion kommen. Wir haben hier die Schafe, die wir momentan als Ressource halt haben, beziehungsweise als unsere Einheiten. Und je nachdem, wo wir hier Felder freischalten, gehen dann auch dementsprechend unsere Schafe halt runter. Wir haben hier zwei Herzen beziehungsweise eine Lebensanzeige. Du verlierst ein Herz, wenn du in einem Level besiegt wirst und wenn du keine mehr Herz mehr hast, verlieren wir unsere Kampagne. Das heißt, die Herzen hier oben, die sind halt für alle Level gedacht, die wir jetzt dann halt spielen werden. Ein typisches Hauptmenü und wir können hier unser Deck noch ansehen. Hier unten sehen wir die Kristallminen beziehungsweise allgemein die Kristalle haben und wenn die Dämonen am Ende eines Levels angreifen, fügt ein Kristallblitz ihnen Schaden in Höhe dieses Wertes zu. Also je mehr wir dann von unseren Kristallminen halt freischalten, desto mehr Magieschaden, sage ich jetzt mal, Kristallschaden haben wir dann. Und hier unten ist so das Hauptaugenmerk. Hier sind unsere Karten, die wir halt pro Runde kriegen. Es sind immer 2 Stück an der Anzahl und wir können diese Karten halt auch natürlich spielen, müssen wir aber nicht. So. Gehen wir jetzt hier auf unsere Karte halt hin. Hier sehen wir auch, je nachdem, wo wir mal rüberhabern, werden auch nützliche Tipps und Tricks halt gezeigt zu diesem Feld. Hier sehen wir zum Beispiel eine lichte Weide. Ein paar leckere Pflanzen deuten darauf hin, dass sich eine Stadt auf den umgebenden Feldern befindet. Also das heißt, wenn hier eine einsteht, muss hier im Umkreis von einem Feld irgendwo eine Stadt sein. Und wir können dementsprechend dann das hier auch freischalten. Rot heißt, wir können es nicht freischalten.
Nee, rot heißt, wir können das da nicht freischalten, bei Diagonal geht es nicht freischalten, sondern wir können mal nur wirklich direkte Nachbarn halt freischalten. So, und ich würde sagen, wir gehen mal nach rechts, einmal raufgeklickt, wir sehen, wir müssen da zwei Felder, zwei Schafe, wir kriegen dann zwei Schafe, wenn wir dieses Feld freigeschaltet haben. Hier ist nichts, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier. Da haben wir, hier ist auch irgendwie eine Stadt, also muss vielleicht eine hier sein. Zack, sehr schön. Und damit haben wir jetzt unsere erste Stadt. Deine beste, letzte und einzige Verteidigungslinie gegen die Dämonen. Klicke und zahle Schafe, um die aktuell ausgewählte Karte hier auszuspielen. Wenn du jetzt zum ersten Mal eine Karte ausspielst, wird diese Stadt befestigt und verursacht bei den Dämonen plus einen Schaden. Also wir müssen halt auch wirklich mit unseren Schafen dann dementsprechend eine, wir müssen kämpfen einfach, Punkt. So, gar nicht großartig erzählt. Und wir können jetzt hier zum Beispiel gucken, was haben wir? Enthülle zwei benachbarte Felder oder diese Stadt verursacht zusätzlich plus einen Schaden. Ich würde sagen, wir enthüllen erstmal hier auf diese Stadt die benachbarten Felder. Zack, und schon ist sie damit auch befestigt. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einen Wert 50 und wir haben hier die, die Kampfstärke. Also 50 heißt, dass dort 50 Einheiten, sage ich jetzt mal, sind. Und dementsprechend dort, damit diese vollen Kraft gegen die Dämonenfelder dann halt sind. Und unsere zwei benachbarten Felder sind jetzt hier aufgekreuzt. So, wir können ja, was haben wir jetzt, baue kostenlos Straßen auf allen benachbarten Feldern, auch wenn verborgene Felder da sind, markiere eine Kristallmine. Ich würde gerne mit Kristallmine markieren lassen. Da unten ist eine. Ah, okay, dann werden wir die auch mal, können wir nicht. Aber wir haben, ach so. Weil der Berg hier im Weg ist, können wir das nicht aussetzen. Genau. Gut, dann werden wir uns mal hierhin bewegen. Das ist ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind deswegen ganz wichtig, weil wenn wir alle benachbarten Felder hier aufgedeckt haben, dann erleuchtet das Feuer und verleiht dann der benachbarten Stadt dann auch noch einen gewissen Schaden oder beziehungsweise ein plus ein Schaden. Das heißt, wir würden dann auch hier und hier mal ein bisschen aufrüsten. Hier haben wir jetzt das Feuer. Hier ist noch Schaden mehr. Und hier ist dann unsere Kristallmine. So, das ist gut. Diese tiefe Höhle ist voller geheimnisvoller koboldfarbener Kristalle. Klicke, um Schafe zuzuweisen, um jeden zu Kristall abzubauen. Zack. Haben wir erstmal 5 Schafe hier zugewiesen. Damit kriegen wir auch hier Kristalle. Jetzt müssen wir bloß mal wieder Schafe hinzukriegen. Die nächste Kristallmine erhält 3 freie Schafe. Enthülle die nächste verborgene Stadt. Gucken wir mal. Da. Top. Ich würde die auch gern durch Straßen verbinden. Ja, wir brauchen Schafe. Dann werden wir erstmal hier ein bisschen Schafe uns holen, weil die Straßen kosten nämlich auch noch nicht genug Schafe. Baue kostenlos Straßen auf allen benachbarten Feldern, auch auf verborgenen. Na, gucken wir mal. Kann man nicht? Schade, dann werden wir uns mal hier hinbegeben. Da ist auch nochmal ein Feuer. Zack, zack und zack. Sehr schön. Dann können wir jetzt eigentlich. Ah, okay. Mehr Schafe können wir nicht bauen. Wir haben nicht genug Schafe. Wir gehen mal nach da. Ja, komm jetzt. Also. Super. Und dann können wir hier. Können wir noch nicht. Wir brauchen mehr Schafe. Hier ist wieder ein Leuchtfeuer. Da werden wir drumherum bauen. Und jetzt haben wir zumindest hier einen Weg. Sehr schön. Wenn ein Höhentor enthüllt ist, gewinnt diese Stadt 30 Größe. Machen wir mal hier drauf. Wir brauchen mehr Schafe. Wieder mal. Dann. Okay, da ist auch noch ein Feuer. Zack. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal da drauf zu gehen. Enthülle die nächste verborgene Stadt, markiere eine Kristallmine. Na, Kristallminen haben wir jetzt ja schon genug. Aber wir brauchen jetzt ganz dringend mehr Schafe. Zack. Und dann geht's nach hier unten. Da ist das Höhentor. Die Erde ist aufgerissen und aufgesprungen und hat ein Tor zur Hölle freigeschaltet. Die Dämonen, na komm her.
Die Dämonen werden von hier aus angreifen. Du hast dieses Höhentor gefunden. Dein Kristallblitz verursacht 25 plus Schaden. Sehr schön. Wir werden mal noch hier 5 Schäfchen hinzupacken. Und dann werden wir die nächste verborgene Stadt enthüllen. Zack. Das ist gut. Und dann müssen wir hier und hier auch noch bauen. Und wir brauchen mehr Schäfchen. Erhalte ein Schaf für jede verbundene Stadt. Zack. Du brauchst mehr Schafe. Geht nicht? Geht nicht. 3 Schafe bekommen. Und wir brauchen noch mehr Schafe. Hier muss noch irgendwo eine Stadt sein. Da. Perfekt. Wir haben gar nicht mehr so viel übrig. Hier unten ist wahrscheinlich auch noch eine. Da ist eine, noch 20 Züge übrig. Zack, wir haben wieder was verbunden. So, dann werden wir mal hier noch ein bisschen freischalten. 5 Schafe, sehr gut. Und wir haben damit jetzt auch hier ordentlich befestigt. Hier könnte... Oh, ein gutes Feld hier unten. Sehr cool. Dann einmal, zweimal und wir brauchen noch ein bisschen mehr. 3-mal, sehr schön. Enthülle 2 benachbarte Felder. Brauchen mehr Schafe. Noch 10 Züge. Jetzt müsste das reichen. Sehr schön. So, haben wir noch eine Stadt, die wir enthüllen könnten? Wir haben jetzt noch 8 Züge. 15 Schafe brauchen wir hier. Na, da ist nichts. Da aber. Was haben wir denn hier? Eine verzauberte Hütte. Der Wohnsitz der Feenherren. Sie ist gerade nicht zu Hause, auch wenn Rauch aus dem Schornstein steigt. Verleiht Schafe. 9 haben wir da bekommen. Ich würde gerne hier noch eine Verbindung bauen. Oder hier. Dann haben wir richtig gute Stadt. Wir machen das hier. Zack. Und hier noch die... Ah, das kann man nicht machen. Jetzt kommen aber die Dämonen hier. Und ihr seht, 79 Stärke haben die. Und mit 79 Angriff kommen sie. Und hier haben wir die Stärke der Dämonen. Und hier unsere Stärke. Angriff 3. Wir haben 4. Das passt aber. Und hier kommen die nächsten. Und wir haben insgesamt relativ viel freigeschaltet. Hier oben, die könnten gut Schaden machen. Ja, das kriegen wir hin. Sieg. Wir haben eine Stadt verteidigt, kriegen dafür XP. Auch für die Größe der Stadt. Oder einer Stadt haben wir auch XP bekommen und den Sieg natürlich, wir haben ganz viel XP bekommen. Und hier steht es auch selber, die gesamten XP, die auf dieser Insel gesammelt werden, je mehr XP, desto größer die Chance auf seltene und epische Karten. Wir haben hier Nummer 1 fertig, du hast die Dämonen auf dieser Insel besiegt. Wir haben noch insgesamt 6 weitere, insgesamt 7. Und hier ist es auch, du hast die Dämonen auf dieser Insel besiegt. Fortsetzen. Wir wählen jetzt einen Verbündeten aus, die du anwerben möchtest. Verbündete verleihen dir im Laufe der Kampagne mächtige Fähigkeiten. Jetzt können wir überlegen. Nehmen wir die Tunnelbauerin. Und damit können wir Straßen durch Berge bauen. Und wir erhalten 3 Kristalle, wenn du eine baust. Die Kundschafterin. Wenn wir eine Stadt enthüllen, enthüllen wir auch ein benachbartes Feld. Die Gastwirtin. Wenn du eine Karte auf einer Stadt spielst, gewinnt sie 10 Größe. Ich finde der Gastwirtin gut. Die nehmen wir. Zack. Und wir können auch eine Karte auswählen. Spur des Lichts, enthülle 3 Felder und bewege dich dabei immer weiter weg von dieser Stadt. Du erhältst keine Schafe. Finde ich ganz gut. Grünere Weiden, wenn die nächste enthüllte Stadt mindestens Größe 80 hat, gewinnt diese Stadt Größe 30. Markiere ein Farmfeld.
Nee, ich finde die ganz gut hier, die möchte ich haben. Teleportationspools. Die Pools sind sogar noch älter als die Feen, die jegliche Magie ignorieren, die sie nicht selbst geschaffen haben. Die beiden Teleportationspools helfen, die entfernte Städte zu verbinden. Und Städte, die mit einem Pool verbunden sind, sind auch untereinander verbunden. Das heißt, wir können dann halt, wenn wir hier einen Pool haben und da einen Pool und daneben sind halt Städte, einfach zack, rüber. Jetzt war ich ein bisschen aus dem Feld raus und das passt dann halt. Sehr schön. Wir sind weiterhin Schwierigkeitseinsteiger. Wir können natürlich hier auch alles ändern. Ich würde aber sagen, bleiben wir bei Einsteiger. Wir wollen ja ein bisschen was schaffen. So, gehen wir mal auf Fortsetzen und die nächste Karte kommt, die nächste Insel. So. Ja. Hier ist irgendwo also eine Stadt. Hier. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen mal nach da. Hier mal schon den Teleportationspunkt. Also, dann ist sie hier. Super. Hammer. Teleportationspunkt ist toll. Wir werden enthülle drei Felder, bewege dich dabei immer weiter weg von dieser Stadt. Zack. Super. Hier unten. Das werden wir auf jeden Fall freischalten. Dann markieren wir mal unsere Kristallmine. Da hinten. Sehr schön. Schicken da mal 5 Schafe hin. Wir brauchen ja was. Top. Jetzt kann man zum Beispiel gucken, dass wir nach hier oben gehen. Und hier ist noch eine Stadt. Da. Oh, das ist gut. Dann einmal hier lang. So. Perfekt. Und von da aus können wir sogar nach da gehen. Super. Das ist gut. Alles schön miteinander verbunden. Enthülle die nächste verborgene Stadt. Okay. Diese Stadt verursacht zusätzlich plus 1 Schaden. Zack. Und hier gehen wir da lang. Alles wird miteinander verbunden. Erhalte 1 Schaf für jede hier verbundene Stadt. Nehmen wir. Soppi. Super. Hier ist bestimmt auch noch eine Stadt. Da, perfekt. Die nehmen wir auch mit. Die nächste Kristallmine erhält 3 freie Schafe. Nehmen wir. Das ist hier. Damit kriegen wir dann, haben wir hier 8 Schafe drauf. So. Wahrscheinlich ist hier unten. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Ich frage mich bloß, wenn wir die jetzt verbinden miteinander, das geht nicht. Können wir da irgendwas machen? Bau kostenlos Straßen auf alle benachbarten Felder, auch auf verborgene Felder. Naja. Wir müssten eigentlich hier rum. Da kommt man nicht hin. Also die ist jetzt wirklich hier. Geh mal hier lang. Wir brauchen mehr Schafe. Ein Schaf brauchen wir noch. Zack. Ach, das geht gar nicht. Doch, jetzt geht's. Ich wollte schon sagen, wir können hier gar nicht rein. Das wäre jetzt schlecht. Also portalsmäßig sind die jetzt alle miteinander verbunden. Alle benachbarten Weiden werden zu Farmen. Brauchen mehr Schafe. So, was haben wir noch hier? Markiere eine Kristallmine. Ja, nehmen wir mal die Stadt. Noch 20 Züge übrig. Da gehen wir auch nochmal dann gleich welche rauf. 5 Stück. Und wir brauchen weitere Karten. Wie viel müssen wir da eigentlich an Karten ausgeben, an Schafen? Das sehen wir leider nicht. Das hätte ich jetzt noch gern gewusst. Jetzt sind wir bei 3. Diese Stadt verursacht plus 1 Schaden. Möchte ich gerne noch haben. Also 3 reichen nicht. Jetzt sind wir bei 4. 5. Zack. Dicke Mauern. Die Stadt ist jetzt hier noch relativ einsam. Mal gucken, was hinschaffen. Wenn ein Höhentor enthüllt ist, gewinnt diese Stadt an Größe. Wahrscheinlich ist das auch so, dass wir jetzt hier... Wir brauchen auch ein bisschen... Zack. Sehr schön. Die Stadt ist jetzt auch verbunden. Dann hätte ich gerne... nur noch einen Zug. Also eigentlich ist es egal, was wir jetzt machen. Zack. Oh, von da unten kommen die. Oh, krass.
Aber es sind alles relativ gut miteinander verbundene Städte. Also das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein. Und unser Kristallblitz kommt ja auch noch hier. Kann man die eigentlich aufknetschen? Nee. Schade, ich dachte, man kann da noch so ein bisschen selber interagieren. Das geht aber nicht. Ja, aber das schaffen wir. Hier oben, die ist natürlich sehr schnell weg. Das weiß ich jetzt schon. Alle gut. Sehr schön. Sieg Nummer 2. Viele Städte verteidigt. Wieder ganz viel EP bekommen. Sehr schön. Wir können wieder eine neue Karte wählen. Am Ende von Level 2 und 4 und 6 kannst du eine Karte entfernen, statt einer Karte hinzuzufügen. Markiere zwei Städte. Wenn die nächste enthüllte Stadt mindestens Größe 80 hat, gewinnt diese Stadt an Größe. Geisterstunde. Wenn sich eine Hütte in Entfernung 4 oder näher befindet, markiere sie und Stadt gewinnt. Nee. Ich möchte gerne eine Karte entfernen. Welche können wir denn entfernen? Das ist unser ganzes Deck hier. Markiere eine Kristallmine. Nächste Kristallmine enthält drei weitere Schafe. Na komm, wir nehmen, markiere zwei Städte. Das ist okay. Und wir nehmen dann die nächste Karte. So. Das können wir leider nicht machen. Wir können keine Karten spielen, einfach nur auf den Feldern. Das ist nicht möglich. Da haben wir eine Stadt. Wir markieren die mal. Die zwei Städte. Sehr schön, die sind hier unten. Das heißt, hier lang. Super. Hier holen wir uns die Kristallmine. Enthülle die nächste verborgene Stadt. Die ist da. Hier haben wir ganz viele Schäfchen bekommen. Würde sagen, wir versuchen uns mal hier drin. Wir brauchen noch mehr Schäfchen. Da ist auch noch Stadt. So, und wir brauchen nochmal Schäfchen. Da. Zack. Wunderbares Netzwerk. Diese Stadt verursacht nochmal plus einen Schaden. Nehmen wir gleich mal. Achso, wir brauchen Schäfchen. Jetzt müsste das klappen. Zack. Super. Wenn ein Höllentor enthüllt ist, gewinnt diese Stadt 30 Größe. Wir brauchen aber auch Schäfchen. Okay. Nehmen wir hier. Netzwerk ist gut aufgebaut. Und dann werden wir uns mal hier noch eine Kristallmine. Nee, kann man nicht. Wir brauchen noch Schäfchen. Zack. Und dann gehen wir uns mal hier durch. Damit haben wir die Stadt. So, wir können zwei Nachbarfelder enthüllen. Machen wir. Erhalte ein Schaf für die hier verbundene Stadt. Das machen wir. Top, wir haben jetzt 8 Schafe. Jetzt ist bloß die Sache, wo gehen wir weiter hin? Ich würde ja gerne die miteinander verbinden. Dann erhält diese Stadt noch einen Schaden mehr. Nee, es geht noch nicht. Also sind wir bei 5. Genau, wir brauchen 5 Schäfchen, damit wir die Karte spielen können. Okay. Dann, wo ist die Stadt? Du musst sie doch hier sein. Da haben wir noch eine Stadt. Aber wo ist das Portal? Hier ist es nicht. Okay. 10 Züge haben wir noch. Wir können noch die Städte hier miteinander verbinden. Ja, da geht's hin. Die nächste Kristallmine erhält 3 freie Schafe. Machen wir. Alle benachbarten Weiden werden zu Farmen. Wir könnten hier noch miteinander verbinden.
machen wir. Wir setzen einmal hier ein. Und dann verbinden wir die miteinander. Sehr gut. Das sollte gut laufen. Wir haben noch 3 Züge. Und da ist es eigentlich egal, was wir machen. Zack. Okay. Ja, also die Teleportationspunkte hier waren jetzt nicht so prickelnd, muss man ganz ehrlich sagen. Der Kristallblitz hat es schon mal zugeschlagen. Und die erste Stadt da vorne wird auch fallen. Also das ist eine Stadt, die brauchen wir auch nicht wirklich. Hier hinten ist eher das, was dann wirklich Schaden verursacht. Hier vorne, die werden leider fallen. Die Verstärkung kriegen wir, weil wir natürlich hier die Städte miteinander verbunden haben. Und wir sehen, die Dämonen, na, die werden schon weniger. Top. Das sollten wir hinkriegen. Super. Wieder eins geschafft. Städte verteidigt haben wir genug. Und auch hier wieder ganz viel EP gesammelt. So, was kriegen wir wieder? Einen Verbündeten. Die Höhenforscherin, wenn du Schafe eine Kristallmine zuweist, enthüllt ein benachbartes Feld. Deine Städte wachsen alle 4 Züge statt der üblichen 5 Züge. Und wenn eine Stadt das erste Mal überhaupt 3-mal nacheinander einen Treffer landet, verursacht sie 10 Schaden. Wir nehmen die Architektin. Das möchte ich gerne haben. Und wir können wieder eine Karte auswählen. Enthülle ein Feld benachbart zu jeder Stadt, die hier verbunden ist, ohne Schafe zu erhalten. Die Größe dieser Stadt gleicht sich der Größe der größten hier verbundenen Stadt an. Ja, die Karte finde ich doof. Und wenn sich eine Hütte in Entfernung, na gut, die will ich nicht haben, enthülle ein Feld benachbart zu jeder Stadt, die hier verbunden ist. Nehmen wir das mal. Mal gucken. Was haben wir denn hier wieder freigeschaltet? Na, da bin ich ja mal gespannt. Da möchte ich gerne eigentlich sogar hin. Da ist eine Stadt. Noch eine Stadt, okay. Dann gehen wir mal auf die nächste Kristallmine. Erhält 3 freie Schafe. Das haben wir noch nicht. Wir enthüllen mal die nächste Stadt. Und können hier auch schon mal fleißig miteinander verbinden. So, enthülle 3 Felder und bewege dich dabei immer weiter weg von dieser Stadt. Kann man nicht machen. Aber ich möchte trotzdem gerne hier hin. Da haben wir jetzt die Hütte. Top. Dann einmal hier. Noch eine Hütte. Verzauberte Hütte. 2 verzauberte Hütten. Okay. Einmal hier zusammen. Diese Stadt verursacht sich plus 1 Schaden. Nehmen wir. Alle benachbarten Weiden werden zu Farmen. Wir markieren uns mal hier noch. Das kann man nicht machen. Jetzt können wir das machen. 2 weitere Städte. Okay. Dann einmal hier lang. So. Erhalte 1 Schaf für jede verbundene Stadt. Da werden wir hier noch ein bisschen freischalten. Oh, das Höhenfeuer. Sehr cool. Da ist auch noch ein Feuer. Und hier ist auch noch ein Feuer. Sehr cool. Gut, haben wir das. Jetzt möchte ich hier noch ein bisschen bauen. Und hier unten würde ich ja gerne, weiterbauen, aber wir müssen hier lang. Ist noch ein Feuerchen. Natürlich 2 benachbarte Felder, nehmen wir hier drauf. Und wir probieren es mal, dass wir hier noch lang kommen. So, zack, die miteinander verbunden. Wir markieren mal noch, enthülle ein Feld benachbart zu jeder Stadt, die hier verbunden ist. Das wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Was ist denn hier oben? Das wäre ein Tor, okay. Dann einmal hier. Und wir brauchen Schafe. Kristallmine haben wir gar nichts reingesetzt, fällt mir gerade auf. Die nächste Kristallmine enthält freie Schafe. Hier, das nehmen wir. Zack. Da haben wir dann 3 wenigstens. Und hier muss noch irgendwo eine Stadt sein.
kann man die erstmal miteinander verbinden. Enthülle drei Felder und bewege dich dabei immer weiter weg von dieser Stadt. Mal hier auch die Stadt hier unten ist super. Alle benachbarte Weiden werden zu Farmen. Das können wir nochmal einsetzen. Dann ist die Stadt auch noch ein bisschen weiter. Und wir haben noch die nächste Kristallmine enthält freie Schafe. So rum. Dann machen wir das mal hier rein. Dann haben wir nämlich hier 6. Und diese Stadt verursacht zusätzlich plus 1 Schaden. Dann setzen wir das mal hier rein. Wenn ein Höhentor enthüllt ist, gewinnt diese Stadt an Größe. Ja, da hätte ich gerne auch noch. Zack. Dann. Ja, jetzt komm mal. Also viel haben wir jetzt nicht von dem Kristallblitz, aber wenigstens ein bisschen was. Aber wir haben ja die Städte hier vorne gut ausgebaut. Das sollte hier gut laufen. Ich hoffe jetzt. Da war nochmal eine Verstärkung. Ja, die sind ganz schön stark. Gut, die Stadt fällt ja eh. Da werden wir uns jetzt keine Sorgen machen müssen. Das war ja so ein bisschen auf dem Weg. Nehmen wir das noch mit. Da unten sieht schon... Oh, das wird jetzt ein knappes Ding werden. Oh Gott, haben wir überhaupt noch eine erhalten? Oh Gott, oh Gott. Das muss jetzt aber klappen. Oh, gerade so. Eine Stadt haben wir noch beschützt. Also das war jetzt... Hier, die nehmen wir auf jeden Fall. Gewinne 3 Züge. Eine Runde machen wir jetzt noch. Das war jetzt wirklich sehr knapp, muss man dazu sagen. Wir sind jetzt bei Böses Auge. Steht auch was im Hovertext? Die enthüllte Stadt, die am nächsten am Höhentor liegt, ist mit dem bösen Auge verflucht und verliert alle 5 Züge 10% ihrer Größe. Um dieses böse Auge zu entfernen, finde das Höhentor. Wenn du eine Stadt enthüllst, die dichter am Höhentor liegt, bewegt sich das böse Auge dort und beginnt sein Countdown von vorne. Heiliger Strohsack, das klingt doch lustig. So, da werden wir mal gleich Kristallblitze nehmen. Da ist unsere Stadt. Die ist jetzt momentan am nächsten dran. Hier ist die nächste Stadt. So. Enthülle 3 Felder und bewege dich dann immer weiter weg von der Stadt. Zack. Alle benachbarten Weiden werden zu Farmen. Machen wir auch noch. So. Hier haben wir ein Tor. Und hier gehen wir mal durch. So, markiere 2 Städte. Achso, wir brauchen Schafe. Jetzt können wir die Städte markieren. Da hinten, okay. Ja, wir gehen mal da lang. Und dann möchte ich gerne nach hier unten. Da ist auch noch eine Stadt. Und wir brauchen noch mehr Schafe. Jetzt haben wir die schon mal miteinander verbunden. Enthülle ein Feld benachbart zu jeder Stadt, die hier verbunden ist. Enthülle die nächste verborgene Stadt. Ach, wir brauchen Schafe. Mann, ich vergesse immer, dass wir Schafe brauchen. Da ist die nächste Stadt. Das sind alles so kleine Städte. Die bringen uns nichts. Ist sie denn? Da. So, enthülle die nächste verborgene Stadt. Okay.
die wir mal miteinander verbinden. Und hier würde ich das auch gerne miteinander verbinden. Wenn ein Höllentor enthüllt ist, gewinnt diese Stadt an Größe. Ja, dafür brauchen wir aber erstmal Schafe. Zack. Haben wir. Da ist die nächste. Diese Stadt verursacht zusätzlich plus 1 Schaden. Das Höllentor muss hier irgendwo sein. Hier unten muss es irgendwo sein. So, wir werden erstmal hier die miteinander verbinden. Das machen wir auch gleich mit. Markiere 2 Städte. Und hier machen wir zack auch noch mit rein. Dann können wir die miteinander verbinden. Dann die nächste Kristallmine erhält freie Schafe. Sehr schön. Und wenigstens hier auch schon mal ein bisschen was. Und jetzt kommt's. Ach, was? Wir haben doch das Höhentor enthüllt. Na gut. Das war jetzt ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. So, sieht ein bisschen schlecht aus, würde ich sagen. Ich hätte die Stadt hier oben, hätte ich aufrüsten müssen. Bin ich jetzt gerade. Aber gut. Ah, eher schlecht jetzt. Das ist jetzt eher schlecht, was wir gemacht haben hier. Ja, das verlieren wir den Kampf. Dafür sind unsere anderen Schäfchen hier zu schwach. Leider. Ja, wir haben jetzt noch 116. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das Auge hat uns hier ein bisschen weggeschnetzelt, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Stadt ist hier noch. Aber die wird auch sang- und klanglos untergehen. Schade, aber wir hätten noch ein Herzchen frei. Also wir könnten noch eine Insel machen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wir können noch einen Verbündeten wählen. Kundschafterin. Farmfelder inklusive Hütten erhalten plus 1 Schaf. Der Bau einer Straße kostet 1 Schaf weniger. Das würde ich mal nehmen. Und die Stadt gewinnt 4 Größe für jede Stadt, die hier verbunden ist. Diese Stadt gewinnt 15 Größe, erhaltet 3 Schafe. Das würde ich mal nehmen. Und dann könnten wir auch einfach fortsetzen. Und wir sehen auch hier, die nächste Stadt ist Sportfans. Die Mondritter und der Sonnenritter sind gekommen. Ein Grund zum Feiern, auch wenn ihre Anwesenheit einiger unerwarteter Streit hervorruft. Die Stadt ist entweder Fan von Mond oder Sonne. Städte verursachen plus 1 Schaden für jede verbundene Stadt des selben Ritters. Und Städte verursachen minus 2 Schaden für jede verbundene Stadt des anderen Ritters. Also ihr seht, da sind immer neue Möglichkeiten, die dort oder wie man dort spielen kann in dem Spiel. Und wirklich sehr schön, es macht Spaß, es macht Laune und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. 19.11. kommt die Demo für alle raus. Ich durfte, wie gesagt, schon vorab jetzt hier euch das zeigen. Und es macht wirklich Laune. Ich bin begeistert von dem Spiel und hab da wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein gutes Spiel für zwischendrin, für Leute, die halt, wie ich halt, was ich immer wieder sage, wenig Zeit haben und einfach nur mal ein bisschen was spielen wollen. Pixelart ist nicht jedermanns Sache hier, aber mit den Schäfchen und den Dämonen macht das vollkommen Sinn. Schöne Musik und auch sonst kann ich wirklich das Spiel empfehlen für jeden, der halt genau auf sowas steht. Süßes Game mit einem bisschen Nachdenken. Es ist zu meistern, wenn man sich noch ein bisschen mehr reinfuchst und so weiter. Und es hat einen schönen strategischen Aspekt, der aber nicht übertrieben strategisch ist. Deswegen klare Empfehlung von meiner Seite aus, wer Lust hat, selber das Spiel dann zu spielen. 19.11. Ich wiederhole es immer wieder gerne, kommt die Demo raus für alle und im März 2025 dann der Release. Unten in der Videobeschreibung ist der Steam Store-Link. Gerne mal reinschauen und dann wenigstens wishlisten. Das wäre schon super. Ja, und mit den Worten, liebe Freunde, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.